Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Nice Peachan. Wie man hier lesen kann, werde ich nun Alice Madness Returns spielen. Und dazu muss ich noch eine Kleinigkeit sagen. Denn ich habe das erste Kapitel dieses Spiels bereits vorgespielt und mich ein bisschen, ja, in das Spiel hineinzuleben, wie das mit den Waffen ist, mit dem Spielen und so. Aber ab dem zweiten Kapitel wird es blind sein, komplett blind. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es. Also starten wir jetzt Alice Madness Returns. Hier habe ich schon einen Spielstand vorbereitet, den wir nun betreten können. So, was haben wir denn hier? Neue Spielerinnerung, Zusatzinhalte. Also ich spiele mit Gamepad, ich müsste hier also nichts mehr rumhantieren. So, lasst uns mit dem Spiel beginnen. Schwierigkeitsgrad. Albtraumhilfe. Nein, ich werde es mal auf normal probieren. Das Gamma ein bisschen hoch. Okay. So müsste es doch gehen. Aus. Die brauche ich nicht. Bei dem Probedurchlauf habe ich mit der Y-Achse ein paar Probleme gehabt. Deswegen mache ich sie bei diesem Durchgang und bei diesem Let's Play aus. Und ein sehr schöner Ladebildschirm, wenn ich das mal so sagen darf. Ein Schlüssel. Viele Schlüssel, ein Mond, ein männlich Zeichen, ein Teufel, ein normaler Schlüssel. Komm schon, Alice, es ist nur ein Traum. Es ist kein Traum, sondern eine Erinnerung. Und sie macht mich ganz krank. Vergiss es. Und jetzt, Konzentration. Warte, du schwebst wieder. Schwerelos. Eine Chiffre. Entspann dich. Vergiss das. Gib diese Erinnerung auf. Sie ist unproduktiv. Lass es. Geh ins Wunderland. Ich kann nicht. Ich bin gefangen. Im Frühjahr. Zart, das Mädchen hat schwere Verbrennungen. Rufen Sie einen Arzt. Wird sie wieder gesund? Nein, Alice. Lösche diese Wahnvorstellung. Vergiss sie. Geh ins Wunderland. Lieber nicht, Doktor. Mein Wunderland liegt in Trümmern. Für mich ist es tot. Deine Präferenzen sind unerheblich, Fräulein. Also, Alice, wo bist du? Ich segle mit einem Freund. Es ist irgendwie anders. Alles hat sich verändert. Veränderung ist gut. Das erste Glied in der Kette des Vergessens. Was ist hier los? Verrückt geworden? Ich bin nicht verrückt. Kaninchen? Das ist nicht richtig. Was macht es denn? Stimmt was nicht? Was nicht? Nein! Und das nicht! Wehr dich nicht. So, Alice. Es geht uns besser, oder? Mein Kopf explodiert und in meiner Brust schlägt eine Dampframme. Nun ja, das Vergessen fordert seinen Tribut. Von meinen Erinnerungen wird mir übel. Was kann ich... Erinnere dich an andere Dinge. Aber ich will vergessen. Wer will denn allein sein, gefangen in den Trümmern seiner Erinnerungen? Ich werde dich befreien, Alice. Oft genug ist das Gedächtnis mehr Fluch als Segen. Das sagten sie bereits. Ziemlich oft. Und ich sage es erneut. Für die Vergangenheit muss man zahlen. Also, vor unserer nächsten Sitzung besorgst du diese Pillen in der High Street Apotheke. Natürlich, Doktor. Jetzt muss ich wohl vergessen, Alice. Also, Charlie, dein Papst wurde für den Mord an deiner Mama gehängt, die dich schlug.
Lass es uns vergessen, Charlie. Die Vergangenheit ist tot, Charlie. Die Elendshütte, die Familie, die keine war, nie eine war. Du bist jetzt daheim, Charlie. Entspanne dich. Du schwebst. Hör zu. Sie sind weg. Das ist ja ein ziemlich guter Psychologe, oder was er darstellen soll. Naja, ich habe schon bei meinem ersten Durchlauf von diesem Spiel mitbekommen, dass es ziemlich tiefgründig ist und mich an einige Sachen aus meiner Vergangenheit erinnert. Beziehungsweise an die ich mich nicht erinnern will. Genauso wie die liebe Alice. Aber ich glaube, das hat jeder von uns. Trümmer. Böse Sachen aus der Vergangenheit. Alles ist grau. Die sind ekelhafte Kinder. Olli hat meinen Schlüpfer geklaut. Frag Liebestöter. Bah, der Lokus stinkt widerlich. Schlimmer als dein Zimmer? Ich würde schon sagen, schlimmer als du kannst nicht sein. Hier hinten waren auch noch irgendwelche Stinkies. Was ist denn? Wo ist die Tür? Ich such dann mal die Tür, ja. Was haben wir denn? Oh, ein Hüpffeld. Vergoldest wieder Doktorzeit? Ich habe mir meine bitteren Tränen verdient. Auch welche? Süß. Und hier, wie man sieht, die haben so Zahlen umhängen. Die hat eine 11 und die hat eine 2. Gucken wir mal auf den Bäuchen der anderen Kinder, was die tragen. Ah. Ego-Perspektive. Fuck yeah. Doktor, nicht verkehrt. Immer noch krank im Kopf? Mein Fall ist hoffnungslos. Im Nein. Endstadium. Nein, Alice, dein Fall ist nicht hoffnungslos. Du musst nur zurück ins Wunderland. So wie es der Doktor dir versprochen hatte, wo du wieder hin sollst. Der hat eine 8. Das Bett ist ein Saustall. Montag ist Waschtag. Das ist entweder eine 2 auch oder eine 3. Tu doch was. Irgendwas. Warum sind manche von den Zahlen doppelt? Können die sich klonen? Bin ich verrückt geworden? Nur Verrückte. Familie wieder um die Ecke gebracht? Die Rettung versaut? Sie sind im Feuer umgekommen, ich nicht. Dämlicher Dodo. Du bist echt nicht mehr ganz dicht. Eine richtige Irre. Ja, eventuell bin ich völlig, vielleicht verrückt. Ich sah Dodos, wie sie meine Eltern verbrannten. Home, safe home. Oh, was haben wir hier? Ganz viele Drohnen. Oh, hier ist vielleicht die Schürze von mir. Vielleicht bin ich auch eine Nummer 2. Ich werde niemals die Nummer 1 sein. Vielleicht sollte ich wirklich zurück ins Wunderland. Verstoßene Spielzeuge und abgetragene Schuhe haben eine Vergangenheit, wie die, die sie benutzt haben. Meine Vergangenheit ging in Flammen auf. Schöne Leute. So schön werde ich nie sein. Die Illustrated News stillt den unersättlichen Appetit auf die häusliche Hölle und industrielle Industriekatastrophe. Feuer in Streichholzfabrik. 6 Mädchen vermisst. Was wäre vorhergesagbar? Die Welt ist im Wahn. Die Nummer 10 Jahre in der Klapsmühle. Keine Mama und Verwandten. Sie ist eine Waise. Aber eine glückliche Waise. Ich habe mein Wunderland. Auf Wiedersehen, Nummer 2 und Nummer 9. Earn your keep. Mr. Payne hatte keine Ahnung, wie bescheiden ein Heim sein kann. Ohne meine Bilder und Fotografien könnte das auch mein Zimmer im Irrenhaus sein. Aber es sind schöne Bilder. Meine Familie. Meine geliebte Schwester, mit der ich einst unter dem schönen Baum auf der Wiese saß. Immer sonntags. Habe Geschichten mit ihr gelesen. Ich bin eingetaucht in mein Wunderland. Malte währenddessen diese schönen Bilder. Seht, der Hutmacher. Pilze. Ein Schloss mit Armen. Hier. Das liebe Pferd.
Und hier das weiße Kaninchen, was mich ins Wunderland führte. Schöne Erinnerungen. Doch wo sind sie hin? Doktors Liebling. Zu gut fürs Irrenhaus. Verrückt wie ein Hutmacher, nur nicht so charmant. Hat ihre Familie gekillt. Wer wollte die schon? Sag nichts gegen den Hutmacher. Der Hutmacher ist ebenso nur ein armer Irrer. Trinkt stets nur Tee, zusammen mit dem Hasen. Und mit mir, als ich einst im Wunderland war. Später, in einem anderen Traum, vielleicht. Hoffentlich. So. Der Doktor sagte, ich soll in die Highland Street? Ich sollte diese Pillen holen. Offen ist nicht das richtige Wort. Hat mir richtig Angst gemacht. Hab noch nie so ein biegsames Ding gesehen. Pension Lane. Dieses Gebuddel ruiniert mir den Rücken. Und diese Bastarde sagen, Arbeit sei edel. Arbeit ist auch edel. Geht ins Wunderland. Dort wird man es euch nicht vergelten. Hier kannst du nicht durch, Mäuschen. Geh außen rum. Alles klar. Der Lärm ist so dicht, man könnte einen Haus drauf bauen. Ich werde das tun, was man mir befohlen hat. Wie wär's mit Boccherini, Fräulein? Oder lieber Paganini? Nein, vielen Dank. Dieser Hut. Hast du ihn vom Hutmacher? Hast du ihn gesehen? Kinder, wisst ihr was? Nein. Arbeitet die auch mal? Wo ist ihre Plakette? Ist sich wohl zu fein für uns. So verschlossen. Will nicht angefasst werden. Wer will das schon? Nie geschlagen worden? Eher versohlt. Ich bin zwar verschlossen, aber ihr werdet dafür niemals geöffnet werden können. Der Sandmann kommt in Zug samt Wagen. Die Fenster aus Mondlicht mit Sternennarben. Still, meine Kleinen. Keine Angst in der Nacht. Der Mann im Mond hat dies Wunder erdacht. Oh, armes Kind. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Sie soll mit mir ins Wunderland fliehen. Eine weiße Katze? Diese Straße. Sie erinnert mich an die Straße in dem Film Das Parfüm. Da, wo der große Grenouille am Straßenrand an einem Fischstand auf die Welt kam. Naja. Gute Frau, habt ihr was für mich? Nein. Du machst wohl schlechte Witze, Kumpel. Ich kann mir Käse nicht mehr leisten. Manchmal frage ich mich, wo der nächste Käse herkommen soll. Ich habe das ständige Genörgel daheim. Hoffentlich ist das nicht das Kaninchen gewesen. Wie viel? Eine Katze. Hallo, meine Süße. Hallo, Kätzchen. Miez, miez, miez. Hab keine Angst. Oh? Na, komm her, Katze. Katze folgen? Durch die Leute gehen. Oh, gerade jemand verprügelt wird. Okay, ich glaube, ich folge lieber der Katze. Und weiß, es ist doch eine so wunderschöne Farbe. Ach hier. Hey Kätzchen, komm her. Die sieht sehr schön aus. Hoffentlich ist das nicht eine der Prostituierten in dieser Zeit. Zu der würde ich niemals hingehen, wäre ich ein Kerl. Lust auf einen richtigen Job? Kein Windelnwechsel. Besser als wie sich aufopfern für Waisenkind. Könntest du ihn glücklich machen, die Welt retten. Für jeweils 10 Minuten. Hässliche Frauen. Ich sehe hässliche Menschen. Sie wirken wie ein anspruchsvoller Herr. Bah. Okay. Ein richtiger Hackfressen. Kannst du es dir eh nicht leisten? Headman's Cross. Na, nicht ganz. Chamber of Horrors. Okay. Flaming Stallion? Okay. Ne,
pelzigen Wesen in dunkle Höhlen zu folgen, wird langsam zur Gewohnheit. Ich hoffe nicht zum Laster. Hoffentlich bringt mich diese Katze zum Wunderland. So wie es einst der weiße Hase tat. Wo bin ich? Hallo? Katze? Ziemlich neblig. Das gefällt mir nicht. Hallo. Könnt ihr mir den Weg zum Wunderland sagen? Nette Leutchen. Heiliger Bimbam, Alice Little. Treibst dich wieder rum, wie? Schwester Witless. Welch ein Glück. Schon zum zweiten Mal. Ganz allein draußen? Siehst fertig aus, Liebes. Geht's dir nicht gut? Nicht wirklich. Komm doch mit und sieh dir meine Täubchen an. Hübsche Vögelchen, so wie du. Nein, lieber nicht. Unser letzter Besuch hat mich etliche Pfund gekostet und nichts gebracht. Ich könnte mich erinnern, wo dein heutiges Karnickel hin ist. Vielleicht hat sie mein Kaninchen immer gesehen. Noch verrückt. Was Wunder. Die ganze Sippe geröstet wie Maronen vor den eigenen Augen. 10 Jahre in Rutledge und das alles für die Katz. Dr. Bambi schafft's auch nicht. Friemelt an den immer gleichen Fragen rum. Das Feuer, ihre Erinnerung. Ach, ich kann's nicht mehr hören. Ich verdiene Anerkennung, oder etwa nicht? Wer hat ihr neue Kleider besorgt, ihr einen Platz bei Bambi verschafft? Wo wär sie denn ohne mich? In der Gosse. Ihren Hintern verkaufen. Aber sie mag meine Täubchen. Spuckte tatsächlich mal ein Pfund aus oder so. Aber was ich weiß, ist viel mehr wert. Hab sie schließlich nicht verraten. Hab sie sagen hören, alle meinetwegen gestorben. Ich konnte euch nicht retten. Hab ihr gesagt, mein Schweigen ist zu kaufen. Echt günstig. Bin guter Mensch, ehrlich. Nicht wie ihre Nanny, diese hochnäsige Hure. Oder dieser Anwalt Radcliffe, der ihr das blöde Karnickel wegnahm. Brauch Kohle. Hab sie gewarnt, dass ich den Bullen sag, wenn sie meinem Spendenaufruf nicht folgen tut. Sie kreischt und spielt total verrückt. Vergisst den eigenen Namen manchmal, hab ich gehört. Nur Verrückte. Die arme Alice. Sind wir wohl bei den Täubchen? Wie Fräulein Whitley gesagt hat. Schöne Täubchen. Sieht ein bisschen aus wie Assassin's Creed. Oben auf einem solcher Dächer. Wo man Aufträge bekommt. Alle Täubchen. Ein Knast ist wie ein Käfig. Nur, dass er diesen Vogel nicht zu stören scheint. So sieht es aus. Vögel fühlen sich wohl. Hauptsache, sie bleiben frei. Die Stadt ist auch sehr heruntergekommen. Nicht sehr schön. Schwester Witless, wollen Sie mir Böses? Mich wieder ins Irrenhaus bringen? Was soll ich sagen? Meine Güte, habe ich einen Durst. Brauch was zu trinken. Okay. Muss mir gar nicht die Kehle befeuchten. Mr. Witless? Sind Sie okay? Hübsche Vögelchen, so wie du. Geh ins Wunderland. Hat Ihre Familie... Es ist nur ein Traum. Schmutz! Verderben! Ich falle! Dieses Kleid fühlt sich viel schöner an. Meine Haare sind auf einmal länger geworden. Und wo kommt das Blut auf meiner Schürze her? So viele Fragen. Was machen diese Dominosteine in der Luft? Kann man das Wasser trinken? Warum konnte ich schweben? Wo bin ich?
Sehr aufreibende Reise. Aber ich bin Pris los, oder das, was aus ihr wurde. Wenigstens ist mir dieser Ort hier irgendwie vertraut. Würde aber auch Zeit, Alice. Vermaledeite Katze, zieh mich nicht auf. Ich bin am Rande des... Perfekt. Denn wenn du nicht am Rande bist, nimmst du zu viel Platz weg. Du bist mir keine Hilfe. Aber du weißt, ich kann es sein. Ich kann mich selbst erschrecken. Falls notwendig, besten Dank. Ich hoffte, dem allen entfliehen zu können. Vergiss es. Im Wunderland herrschen neue Gesetze, Alice. Unrecht aller Orten. Wir sind hier in Gefahr. Sei auf der Hut. Hut. Tal der Tränen. Jetzt, wo wir im Tal der Tränen angekommen sind, beende ich wohl mal den ersten Part. Tal der Tränen. Hört sich wundersam an. Sind wir bereits im Wunderland? Das erfahren wir im nächsten Part. Auf Wiedersehen.